Hey Reds und Freunde, herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Pika und heute bauen wir einen super kleinen Spielerzähler. Spielerzähler? Was muss ich mir darunter vorstellen? Passt auf. Wir haben einen Raum, jetzt zum Beispiel mit einer Truhe drin oder was auch immer, und einer Lampe. Diese Lampe soll das Licht für diesen Raum darstellen. Jetzt kommt eine Person, geht in den Raum, macht hier noch irgendwas anderes. Dann kommt eine zweite Person in den Raum, macht irgendwas. Und auch meinetwegen noch eine dritte Person kommt rein, macht irgendwas. Dann geht die erste Person wieder aus dem Raum raus, dicht gefolgt von der zweiten Person. Und irgendwann sagt auch die dritte Person, yo, jetzt habe ich alles erledigt, packt vielleicht noch irgendwas in die Truhe rein und geht dann aus dem Raum raus. Und dann geht die Lampe aus. Das heißt, dieses Ding hier zählt, wie viele Spieler rein und wie viele Spieler rausgehen. Und wenn genauso viele Spieler rausgehen, wie reingegangen sind, erst dann deaktiviert sich dieser Output hier. Und wie man sehen kann, die Technik ist wirklich extremst, extremst klein. Und letztendlich seht ihr auch schon, wie es gebaut wird. Deswegen cutte ich jetzt hier nicht noch extra irgendwas. Wir bauen einfach direkt los. Also, hier haben wir unsere Fläche mit unserem Raum später. Zum Beispiel so. Hier ist unser Eingang. Und das ist unser Ausgang. Hier zwei Druckplatten drüber gesetzt. Und dann nehmen wir uns nun zwei Notenblöcke, setzen die hier drunter, dann zwei Dropper darunter gesetzt, die sich angucken. Der eine guckt hier in die Richtung, der andere guckt in die Richtung. Also so, dass sich die beiden jetzt angucken. In diese beiden Dropper muss jetzt jeweils ein Item rein. Einmal so, einmal so. Das sieht gut aus. Dann nehmen wir uns nun Comparator, setzen hier unten an die Dropper zwei Blöcke. Hier kommen unsere Comparator hin. Hier nochmal zwei Blöcke hin. Wieder zwei Dropper, die sich gegenseitig angucken. Und jetzt müssen wir festlegen, wo unser Eingang ist. Denn auf die Seite, wo unser Eingang ist, kommen jetzt in diesen Dropper ganz, 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 ganz viele Items rein. Weil diese Items sind jetzt Spieler, die registriert werden, müsst ihr euch vorstellen. Weil für jeden Spieler, der in die Richtung geht, wird ein Item von hier in diesen Dropper geschleust. So, wir haben jetzt hier unseren Eingang, das heißt, hier kommen unsere Items rein. Und den Output machen wir noch ganz kurz hier hin. Mit einer Lampe zum Beispiel. So, kann aber auch irgendwas anderes sein. Ihr könnt jetzt damit machen, was ihr wollt. Ihr könnt auch meinetwegen ein... keine Ahnung, was kann man machen? Ihr könnt ein Bücherregal aus dem Boden fahren lassen. Hättet dann vielleicht einen anderen Fußboden wählen müssen. Aber ich glaube, ihr versteht, worum es geht. Es geht ums Prinzip. Und dann vielleicht hier noch so ein Redstone hingesetzt und so. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Testen wir nochmal kurz, ob es funktioniert. Eine Person geht in den Raum. Das Ding fährt sich aus, die Lampe geht an. Eine zweite Person kommt rein. Eine dritte Person kommt rein. Die erste Person geht raus. Die zweite Person geht raus. Und die dritte Person geht raus. Und ihr seht, dann deaktiviert es sich. Jetzt werden sich einige von euch fragen, Moment mal, das ist ja nur für einen Durchgang, der einen Block breit ist. Was mache ich denn jetzt, wenn ich einen Durchgang habe, der vielleicht vier Blöcke breit ist? Was mache ich dann? Auch da gibt es eine ganz einfache Antwort. Ihr macht einfach die Schaltung ein bisschen größer, indem ihr hier einmal diese Blöcke wegschlagt. So. Und jetzt setzt ihr hier Redstone drauf. So. Das könnt ihr dann noch irgendwie nett abdecken. So mit Teppich oder so. Ist halt jetzt immer vom Boden abhängig. Ja, die haben jetzt einfach mal einen roten Teppich.
vielleicht so. Das Baumaterial hier müsst ihr dann einfach beliebig wählen. Wichtig halt nur, das dürfen keine transparenten Blöcke sein, also keine Blätter, keine Slabs, keine Glasblöcke, also wirklich solide Blöcke. So, und letztendlich ist das alles, was ihr verändern müsst, wenn ihr einen breiteren Durchgang haben wollt. Funktioniert genauso. Eine Person geht rein, Licht geht an, eine zweite Person kommt rein, Licht ist immer noch an und dritte Person geht rein, Licht ist immer noch an. Jetzt geht die erste Person raus, Licht ist noch aus, Licht ist noch an. Zweite Person geht raus, Licht ist immer noch an. Und sobald die dritte und letzte Person rausgeht, schaltet sich das ganze Ding aus. Und ja, damit sind wir eigentlich auch schon am Ende vom Tutorial angekommen. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so ist, könnt ihr gerne ein Like da lassen und den Kanal auch abonnieren, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt. Verbesserungsvorschläge natürlich wie immer nach unten in die Kommentare. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich bin raus, ihr seid raus, wir sehen uns wieder beim nächsten Video oder auch Livestream, je nachdem, was gerade ansteht. Macht's gut und ciao Leute, bis zum nächsten Mal.